Wenn wir uns in eine klassische schulmedizinische Behandlung begeben, sind wir es gewohnt, dass eine Diagnose gestellt wird und der Arzt die Krankheit gezielt bekämpft, unter der wir leiden. Im Rahmen einer konstitutionsmedizinischen Konsultation sucht der Therapeut hingegen eher nach individuellen Schwachstellen des Patienten, die zu dessen Krankheit geführt bzw. die Entstehung begünstigt haben. Im Mittelpunkt der Behandlung steht dann nicht die Bekämpfung der Krankheit an sich, sondern die Förderung der allgemeinen Gesundheit durch den Ausgleich der konstitutionellen Schwachpunkte. Dem Leiden soll mit diesem salutogenetischen Heilansatz im übertragenen Sinn der Boden entzogen werden. Das ist vor allen Dingen ein System, bei dem es viel um Erkennen des Patienten und Erkennen seiner Individualität und seiner persönlichen Konstitution eben geht. Und demgegenüber steht heutzutage natürlich eine reine naturwissenschaftliche Erfassung auf Basis von Zahlen, Werten und Messungen. Und oftmals hat das ein wenig den Eindruck, als ob diese zwei Wege gar nicht vereinbar wären. Aber es hat sich in der Praxis gezeigt, dass es eben durchaus sehr gut miteinander vereinbar ist. Und zwar, indem ich eben probiere, die Zahlen, die ich rein wissenschaftlich messe, mit Analysen, mit anderen Laborverfahren, dass ich diese Zahlen dann eben auch humoralpathologisch interpretieren kann und dadurch meine Rückschlüsse zum Wohle des Patienten ziehen kann und diese Erkenntnisse dann, die eben aus der Verbindung dieser beiden sich eigentlich gegenüberstehenden Systeme resultieren, in ein sehr individuelles Behandlungskonzept einfließen lassen kann. Es gibt eine ganze Reihe von konstitutionsmedizinischen Ansätzen. Wir kennen sie unter anderem aus der Humoralmedizin, der Iris-Diagnose, der Homöopathie, den Lehren Kretschmars und Huters sowie aus den traditionellen östlichen Medizinformen und anderen. Alle Verfahren interpretieren die Konstitution auf Basis ihrer jeweiligen Philosophie und bieten eigene Heilwege an. Das können neben aus- und ableitenden Verfahren auch wärmende, kühlende, trocknende, befeuchtende Maßnahmen bzw. Lebensmittel sein. Die Wirkung vieler Heilmittel lässt sich ebenfalls in konstitutionsbezogene Kategorien einteilen. Die Konstitutionsmedizin ist zwar vom Ansatz her ein Gegenspieler zur organorientierten Schulmedizin, die beiden Welten können aber durchaus miteinander verbunden werden. Denkbar ist zum Beispiel, dass ein Patient in bestimmten Fällen nicht auf sein verordnetes Arzneimittel verzichten darf. Aber vielleicht benötigt er sein Medikament aufgrund der konstitutionsmedizinischen Unterstützung seltener oder in einer geringeren Dosis. Aus meiner Sicht sind die Humoralpathologie und die Konstitutionsmedizin zwei wunderbare Konstrukte, die es einem ermöglichen, für den Patienten das optimale Therapiekonzept zu ermitteln. Durch die Konstitutionsmedizin versucht ein Therapeut nicht unbedingt eine Krankheit zu bekämpfen, sondern er versucht, die Gesundheit zu fördern. Inwieweit eine konstitutionsmedizinische Behandlung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen eine entsprechende Anwendung vorliegen bzw. Nebenwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem fachkundigen Therapeuten.